Hallo zusammen, ich bin der Sven Zinterling. Ja, ich grüße euch ganz herzlich aus Bad Kissing, weil ich bin nämlich zurzeit in der Kur. Ja, warum bin ich in der Kur? Ja gut, ein Jahr rumliegen, dann letztes Jahr 41 Drehabsagen, ein paar Kilo zugenommen. Davon habe ich aber jetzt schon wieder vier weg. Habe auch ein bisschen trainiert, ist auch ein bisschen was draufgekommen. Es macht mir mega Spaß hier. Ja, ich habe Pool, ich habe Gym, ich habe Hydromassage. Ernährung ein bisschen umgestellt. Also ich tue auch ein bisschen was für mich. Gehe natürlich ins Solarium. Meine Mama hat eine Schönheitsfarm. Da tue ich natürlich auch ein bisschen was für mich. Ja, mittlerweile stehe ich seit 7 Jahren hauptberuflich vor der Kamera. Sieht man ja in meiner Vita. Hab die Anfrage erhalten, bei euch mitzuspielen, bei dem Hero-Dreh. Da freue ich mich natürlich wie Bolle drauf. Kann ich natürlich kaum erwarten. Berlin selber habe ich schon ein paar Mal gedreht. Auf Streife und mit Hannes Jenicke und einen Werbespot. Also von der Hinsicht überhaupt kein Problem für mich, nach Berlin zu fahren. Sonst bin ich ja eigentlich, wenn es kein Corona gibt, eigentlich nur unterwegs. Düsseldorf, Essen, Dortmund, Berlin, München, in Dubai gedreht, in Thailand, auf Bali. Also von deren Sicht gar kein Problem, außerhalb von meiner Heimatstadt zu drehen. Ja, als Pokerspieler, ihr habt ja ein paar Bilder von mir gesehen, also Mimik, dieses Ernst gucken. Überhaupt kein Problem für mich. Klamottenmäßig müsst ihr mir einfach sagen, was ich mitbringen soll. Da ich ja meistens in meinen Formaten, die ich so drehe, immer den Bösen spiele, Zuhälter, Vergewaltiger, Frauenschläger, habe ich meistens Anzüge an, die habe ich mir machen lassen, weil, wie ihr seht, ich habe ein sehr breites Kreuz und das Problem ist daran, dass man in den meisten Sachen oder in den meisten Firmen keine Klamotten für mich haben. Und deswegen habe ich einfach angefangen, mir die Klamotten machen zu lassen und somit komme ich meistens mit zwei Koffern, weil da sind dann genug Klamotten drin, dass irgendwas für den Dreh passt. Ja, das soll es meiner Seite erstmal gewesen sein. Ich würde mich mega freuen, von euch zu hören. Hier war der Sven Zinserling, eigentlich aus Hanau, jetzt aus Bad Kissingen. Ciao.